Liebe Studierende und besonders liebe Erstsemester, im Namen der Hochschulleitung, aller Lehrenden, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darf ich Sie ganz herzlich an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden begrüßen. Sie haben sich für eine sehr gute Hochschule mit spannenden Studienangeboten entschieden und ich darf Ihnen versichern, wir freuen uns sehr, dass Sie demnächst bei uns sein werden. Mit Ihnen gemeinsam möchten wir das neue Semester gestalten und dieses neue Semester, das Wintersemester, wird ganz anders ablaufen als die zurückliegenden Semester. Denn wir planen, dieses Semester mit sehr viel mehr Präsenzveranstaltungen zu versehen, als wir das in den vorangegangenen Semestern getan haben. Das heißt, Sie werden in den Räumen der HTW Dresden studieren. Das heißt, Sie werden Hörsäle, Seminarräume, Labore, die Bibliothek von innen kennenlernen und das gemeinsam mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und damit das gelingen kann und wir natürlich gemeinsam auch Verantwortung für unsere eigene Gesundheit, aber auch die unserer Mitmenschen übernehmen, werden wir das 3G-Prinzip bei uns anwenden. Das heißt, das kennen Sie natürlich auch schon aus allen anderen Bereichen unseres Lebens. Sie werden für den Zugang zu Präsenzveranstaltungen getestet, geimpft oder auch genesen sein müssen. Und diesen Status möchten Sie uns dann auch bitte nachweisen. Natürlich wird es auch weiterhin Online-Veranstaltungen geben, aber diese Online-Veranstaltungen werden nur für ganz große Gruppen angeboten. Vor Ihnen liegt die Erstsemesterwoche. Und in dieser Erstsemesterwoche werden Sie an unsere Hochschule immatrikuliert. Sie werden die Möglichkeit bekommen, Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen in Person kennenzulernen und natürlich auch die Hochschule selbst. Die Studienberatung, der Stura, aber auch ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fakultäten haben hier ein sehr abwechslungsreiches, aber auch anspruchsvolles Programm für Sie zusammengestellt. Es wird Rundgänge durch die Fakultäten geben, Sie werden die Bibliothek kennenlernen, Sie werden in die Mensa geführt, werden dort Ihre Mensa-Card erwerben können. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein Leben auch außerhalb der Hochschule und damit Sie auch die Stadt Dresden etwas näher in Augenschein nehmen können, wird es eine Stadtrallye geben und Sie werden sich vielleicht auch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen mal des Abends an der Elbe treffen. Auch unsere internationalen Studierenden möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Auch für Sie gibt es ein besonderes Begrüßungsprogramm und dieses besondere Programm ist durch die Stabsstelle Internationales und den Faranto e.V. konzipiert worden. Ja, und auch hier wird es ein sehr spannendes Programm geben. Aber auch über diese erste Woche hinaus werden wir Sie alle natürlich weiter in Ihrem Studienalltag begleiten. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, werden Ihnen sicherlich Studierende aus den höheren Semestern zur Seite stehen. Sie können Ihre Fragen natürlich auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fakultäten adressieren, aber sich auch in jedem Fall an die Hochschulleitung wenden. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen guten Start zu Ihrem Studium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wünschen. Vor Ihnen liegt ein spannender Lebensabschnitt. Ich wünsche Ihnen für diese Zeit unheimlich viele Erfolge, viele Erkenntnisse, dass Sie an sich wachsen, dass Sie sich entwickeln und dass Sie natürlich das Ziel, was Sie mit diesem Studium verbinden, nämlich einen sehr guten Abschluss zu erreichen, nicht aus den Augen verlieren. Ich freue mich wirklich, Sie demnächst an der HTW Dresden begrüßen zu dürfen.